Schönen guten Tag. Heute fahren Sie einen Personenzug nach Landeck-Zams. Holen Sie die Passagiere ab und warten Sie auf das, grüne Signal, respektive die Abfahrtszeit. Mit der 1016 ÖBB Taurus sind wir heute auf der Arlbergbahn unterwegs. Hinten dran haben wir ein paar hübsche Personenwagen. In unserem Fall sind es eigentlich nur zwei Stück. Ein relativ kurzer Zug, muss man einfach auch an der Stelle sagen. Und ja, mit der Taurus-Lokomotive geht's heute über die Arlbergbahn. Unsere Fahrt startet hier im Ötztal und mit der Lokomotive beginnen wir, wie gesagt, gleich den Zug loszuziehen. Dazu müssen wir sie aber erst einmal aufrüsten. So, wir gucken mal hier hinten. Da sollten wir zu guter Anfang erst einmal die Batterie einschalten. Beziehungsweise, ich glaube, es reicht eigentlich, wenn wir den Strom einstellen und dann. Genau, Batteriespanner ist nämlich schon da. Strom ist dann auch oben. Und dann schalten wir uns hier noch. Gut, die Beleuchtung ist auch schon richtig eingestellt. Ja, alles klar. Hier hinten müssen wir gar nichts weiter umstellen. So, weiter geht's hier vorne. Die Instrumentenbeleuchtung hätte ich ganz gerne. Mit der Taste I können wir das aktivieren. Oder einfach auch hier über das Steuerpult. Die Zugspitzenlichtsignale müssten wir theoretisch auf die höchste Stufe einstellen. So wird es in Österreich in der Regel gemacht. Wir nehmen aber hier mal die etwas mildere Stellung. Ansonsten ja, verstrahlen wir hier alle unsere Kollegen, die uns entgegenkommen. So, das System ist auf ÖBB eingestellt. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, fliegt an der Stelle der Hauptschalter rein. Der ist auch drin, okay. Fahrtrichtung sind nach vorne. PZB auch noch einschalten. Und dann könnten wir eigentlich auch schon los. Türchen gehen zu. Wunderbar. Zugbremse ist gelöst. Lokbremse, Lösestellung. Und dann heißt es für uns Abfahrt. Langsam die Leistung erhöhen. Mit 60 dürfen wir aus dem Bahnhof ausfahren und ja, in Österreich müssten wir eigentlich noch warten, dass wir uns hier befreien aus der restriktiven. Die PZB ist da eigentlich so geregelt. So, auf 60 auch schon voreingestellt. Na, pendelt sie sich endlich ein? Ja, die 45 dürfen wir halt auf gar keinen Fall überschreiten, sonst gibt es hier eine Zwangsbremsung zu anfangen. Okay, mit 80 km pro Stunde dürfen wir dann auch weiterfahren. Stellen wir entsprechend schon mal so ein. Und dann sollte es eigentlich auch gleich schon soweit sein. So, der letzte Wagen ist in der 80er-Tafel vorbei, genau. Und dann können wir hier beschleunigen. So, da können wir ruhig volle Zugkraft geben. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. So, die Beleuchtung hier im Führerstand, naja, ist ein bisschen sehr hell. Aber wir nehmen sie trotzdem. Gut, unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist dann Roppen auf Gleis 1 in 3 Kilometern. Wir haben dann die Ankunft um 9.06 Uhr und um 9.07 Uhr ist theoretisch die Abfahrt. Also mir ist auch gar nicht bekannt, dass man mit der Taurus-Lokomotive solche relativ kurzen Züge zieht, weil da sind ja wirklich nur zwei Wagen hinten dran. Ob das von der Wirtschaftlichkeit her sich lohnt für die ÖBB, weiß ich nicht so recht. So. Einmal hier schön über die Arlbergbahn. So, der Bahnhof kommt gleich. Nehmen wir die Leistung schon mal raus. 1,9 Kilometer sind es noch. Das müsste hier sowieso bergab gehen. Da brauchen wir gar keine Zugkraft aufschalten. 48,4.
Auch schön hier gerade sehr, sehr gut zu spüren, die Kurvenüberhöhung in den Gleisbögen. Und dort vorne heißt es dann für uns auf 60 runterbremsen, laut dem Vorsignalbegriff. Zweimal grün, einmal gelb. Zugbeeinflussung. Genau, Zugbeeinflussung. Die elektrische Bremse leicht anziehen. Mit der geht es eine Runde auf 60. Und den restlichen Teil sollte eigentlich der Rollwiderstand machen. Und wenn der das nicht übernimmt, dann machen wir das ganz kurz mal mit der AFB. So, hier wieder am Vorsignal die Ankündigung für 60 km pro Stunde. Das Ganze hier auch nicht vergessen zu quittieren. Auch wenn dort oben zweimal grün leuchtet und wir bereits eine Beeinflussung bekommen haben. Aber das kann heimtückisch sein. Und dann vorne sehen wir schon den Bahnsteig. Der ist auch schön kurz. So, und der Ausstieg dann in Fahrtrichtung links. Wir fahren jetzt hier nicht ganz bis nach vorne. Das lohnt sich an der Stelle gar nicht. Die Lokbremse wollte ich jetzt nicht haben. Die wollte ich nur auf Neutralstellung bringen. Aber jetzt möchte ich die Lokbremse haben. So. Genau, die Bremse wieder auslösen. Türen draußen sind schon geöffnet. Oder sollten sich zumindest öffnen. Ach, jetzt gehen sie erst auf. Okay. So, leicht nochmal die Bremse lösen. Ein Bar reicht uns dort. Wir müssen halt nur sicherstellen, dass der Zug nicht wegrollt. Ja, das Schöne an der ÖBB Taurus-Lokomotive ist, dass sie als Mehrzwecklokomotive vor sämtlichen Zuggattungen zum Einsatz kommt. In Österreich sind da unter anderem die Reihen 1116 und 1216 anzutreffen, neben unserer aktuellen 1016. Wobei die 1016 hier als, ich sag mal, die einfache Version der Taurus-Lokomotive gilt. Ja, spätestens ab der Reihe 1116 sind die Lokomotiven dann auch alle mehr systemfähig. So, da kommen wir angebraust. Und genau, wie angekündigt, die Ausfahrt mit 60. Nach Verlassen des Weichenbereichs dürfen wir dann sicherlich auch wieder die 80 fahren. Wir schauen gleich nochmal nach in unserem Head-Up-Display unten. So, und die 80 dann ab jetzt. Genial wäre es natürlich jetzt noch, wenn man hier auf dem Streckenabschnitt entsprechende Ansagen mitgeliefert bekommen hätte. Das wäre echt cool gewesen. Aber ich glaube auch gerade da RSSLO für die unterschiedlichen Sprachen die Szenarien baut und die dann halt je nach Version unterschieden werden, lässt sich das nicht so ohne weiteres machen, dass man da halt Sprachdateien in unterschiedlichen oder Sounddateien in unterschiedlichen Sprachen einbindet. Stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Aber ich denke mal, programmierungstechnisch ist es auch irgendwie lösbar. So, wir hätten dann als nächstes den Bahnhof Imst-Pitztal, Gleis 1. Den fahren wir als nächstes an. Wirklich eine malerische Landschaft. Sehr viel Wald. Aber das ist ja hier im Bereich Vorarlberg eigentlich fast überall der Fall. Wir müssen uns jetzt eigentlich im östlichen Abschnitt der Arlbergbahn befinden. Genau, der eigentliche Arlbergtunnel oder Arlberg-Eisenbahntunnel, der ist hier. Oder sie müssen in St. Anton am Arlberg sein.
und davor Langenamalberg. So, hier wieder die Wachsamkeitstaste drücken am Vorsignal. Auf 60 geht's für uns runter mit der Geschwindigkeit. Ja, nochmal so ein kleiner Geröllschutz oder Lawinenschutz. Je nachdem, wie man es taufen möchte. Und dann hätten wir dort vorne die 60. Ja, im Fahrplan müssten wir voll drin liegen. Also Verzögerungen dürften heute eigentlich keine entstanden sein bisher. Aber der Zug hat auch wunderbare Bremseigenschaften. Zugbeeinflussung. Wenn das mal so in Realität wäre, das wäre ja echt cool. So, wir halten uns weiterhin an die 60. Ich schalte auch mal die Führerraumbeleuchtung aus, weil die ist mir wirklich ein bisschen zu grell heute. Das wäre schön, wenn wir die noch im Simulator hier ein bisschen dimmen könnten. Ich gucke gerade, im Taurus war das ja irgendwo auch hier unten, wenn dann, ne? Mal Leistung raus. Dynamische Bremse schnappen. Und dann schön abbremsen. Was haben wir denn dort hinten? So eine Art Signalbrücke. Na, wir schauen gleich nochmal hin. Wir müssen ja sowieso unten drunter durchfahren. Das erste Mal die Türen öffnen, Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Selbes Prozedere wie heute noch etwas öfters. So, Imst-Pitztal. Das ist mal ein cooler Name. Hier oben auch schön die Bahnsteigsleuchten aufgehangen. Da haben die einfach so eine neue Strippe gespannt zwischen den zwei Masten. Bietet sich natürlich auch an. Das sind auch ziemlich kuriose Ausfahrtssignale. Die nehmen wahrscheinlich nur die Stellung an, freie Fahrt bzw. Halt. Jedenfalls das hier drüben. Das hier hat extra nochmal einen Zusatzkennlicht. Mit anderen Worten, hier ist dann wahrscheinlich langsame Ausfahrt noch möglich, dass man die mit anschalten kann. So, unsere Türen habe ich schon gehört. Das heißt für uns, wir können weiterfahren. Wir schauen nochmal nach. Sichtprüfung kurz nach draußen. Und los geht's. Na, die Bremse war noch nicht ganz gelöst. Und hier auch das Ausfahrtssignal mit zweimal grünen Lämpchen. So, der Weichenbereich wäre dann hier auch wieder zu Ende. Und das heißt dann für uns sicherlich wieder Weiterfahrt mit 80. Genau. Wir schnappen uns mal die Beleuchtung. Die ist nicht ganz so grell wie die komplette Führerraumausleuchtung, die wir davor ausgewählt hatten. Aber ich denke mal, damit ist es halt hier unten ein bisschen schwierig, den 1000-Hertz-Leuchtmelder zu erkennen. Wir werden es dann sehen während der Fahrt. Wir wissen ja theoretisch, wann er angeht und wann nicht. So, 110 ab hier. Wunderbar. Wird ja immer besser. So, Geschwindigkeit bei der AFB hochgestellt. Die Lokomotive beschleunigt. Ja, die Fahrgäste werden uns heute für den Fahrstil nicht so richtig mögen. Klar, wenn sie pünktlich kommen wollen, dann auf jeden Fall. Aber wenn es darum geht, wie sich das hinten in den Wagen anfühlt, ich glaube, dann haben wir so einen oder zwei Fahrgäste, die sich da doch vielleicht mal beschweren werden. Aber dafür sind halt einfach die Anfahrtszugkräfte, die ich hier teilweise vorgewählt habe, viel zu hart. Man muss auch dazu sagen, hier im Simulator setzt die Lokomotive die ja, Kraft zur Wahl wirklich 1:1 um. Also wir haben hier keine
Verzögerungen oder Kräfte, die sich auf was anderes übertragen. Es wird halt wirklich 1:1 nach der Berechnung auf die Wagen ausgeübt. Nächster Halt, Imsterberg auf Gleis 1. So, die Haltepunkttafel stand auch schon dort. Leistung raus, hier vorne dann langsamer fahren. Und zwar mit 80. Eine Heißläuferortungsanlage hier auch noch am Bahnübergang. Und da kommt der Bahnsteig. Wir sehen mal zu, dass wir hinter dem Bahnübergang anhalten, damit wir hier den Autoverkehr nicht noch unnötig stören, weil wenn dort ein Axtzähler direkt dahinter ist, dann wird er sicherlich schon hinter uns aufgehen. Machen wir das Ganze folgendermaßen. Der Zug steht. Auch hier wieder die Türen öffnen. So, jetzt klappen sie auf. Ich glaube, ein- oder aussteigen möchte hier gerade keiner. Ja, der Axtzähler liegt wahrscheinlich noch ein Stückchen weiter hinten, also die Autos dürfen noch nicht losfahren. Die Schranken bleiben geschlossen, bis der Zug aus dem Bahnhof ausfährt. Ja, eigentlich hätten die auch den Axtzähler meinetwegen direkt hier hin machen können. Dann ist auf jeden Fall sichergestellt, dass der Bahnübergang von dem Zug frei ist. Und dann hätten die Autos hier unten oder dahinter getrost weiterfahren können. Aber na gut. So, es scheppert einmal. Bremsen werden gelöst. Oh, die haben sich jetzt auch ziemlich stark noch angezogen. So, und dann können wir jetzt Leistung aufschalten. So, wir schauen nochmal ganz kurz dahinter zu den Autos, ob die jetzt schon losrollen dürfen. Genau, jetzt gehen auch die Schranken nach oben und die Autos rollen wieder an. Das nenne ich mal einen richtig großen Huckel. In 3,5 Kilometern ist der nächste Halt Schönwies. Ich denke mal, der Bahnhof wird Schönwies heißen, aber ich glaube, die Ölstriche werden hier nicht angezeigt. Deswegen schauen wir mal hier oben nach. Ah, da steht auch überall Schönwies. Dann müssen wir eben am Bahnhofsschild selbst gucken. Dort steht es auf jeden Fall richtig dran. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass der Simulator hier beim Ö oder Ä Probleme macht. Und dass man es deswegen als einfach ein O eingetragen hat. Natürlich ist es auch möglich, dass der Bahnhof einfach und die Ortschaft Schönwies heißt. Aber ich dächte irgendwo mal schön, wie es gehört zu haben. Und deswegen tendiere ich eher zu dem Begriff. Oh, da oben die Häuser. Das muss doch auch ein phänomenaler Ausblick sein. Hier runter ins Tal. Blick auf Fluss und Eisenbahn. Das ist traumhaft. Mit 90 soll es weitergehen. So, Leistung ein bisschen Stücke zurücknehmen und dann können wir auf 90 hoch. Kilometer noch. Was übrigens auch sehr, sehr schön ist, RSLO hat, wie eigentlich fast immer, oder ich kenne eigentlich keine Strecke, wo die keine Hektometertafeln aufgestellt haben, die schönen Tafeln hier aufgehangen an den Masten. Ich glaube, das Problem gab es bisher eigentlich fast immer nur bei DTG, dass dort mal auf manchen Strecken eben keine Hektometertafeln aufgestellt waren, im Gegensatz zu anderen Strecken von anderen Herstellern.
So, das sind jetzt hier diese niedrigen Bahnsteige. Jetzt ist noch die Frage, ob dort vorne ein erhöhter kommt, weil wenn, würde ich ganz gerne den Zug am erhöhten Bahnsteig zum Stehen bringen. Und dort vorne sehe ich auch schon was Dunkelbraunes. Beziehungsweise hier sind das ja jetzt sogar... Oh. Einfach normale Gleisbetten. Genau. Vorne an der Harthavel sollten wir eigentlich zum Stehen kommen. Unser Zug ist aber so kurz, wir brauchen gar nicht bis ganz nach vorn fahren. Und deswegen können wir hier an der Stelle auch kurz die Lokbremse einfach noch mit anziehen. Ich weiß, normalerweise machen wir das mit der Luftdruckbremse vom Zug. Und ich glaube auch, hier hat sich sowieso gerade wieder zu 100% angelegt. Das liegt hier, denke ich mal, im Simulator an der Programmierung von der AFB. Sieht das nicht schön aus mit der Taurus vorne dran? Da, ich hatte recht. Schönwies. Nicht Schönwies. Schönwies heißt der Bahnhof. Und natürlich damit auch die Ortschaft. Kurzer Blick durchs Tal. Gut. Auch hier wieder die Bremsen lösen. Ja, so ein ganz kleines bisschen Leistung muss man vorgewählt haben. Weil sonst löst die AFB hier die Bremsen nicht. Die Bremsen sind auch noch angezogen, deswegen erhöhen wir die Leistung erst, wenn wir sie wirklich gelöst haben. So, Landeck Zams als nächster Halt für uns. Das ist cool, in Landeck Zams waren wir auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, in Landeck Zams haben wir das letzte Mal rangiert mit einer Diesellokomotive, soweit ich weiß. Das müsste die 294 gewesen sein von der DB. So, der Zug zieht fröhlich seine Runden. Hier hinten haben wir noch eine kleine Dorfkirche. Dann wie hoch auch hier die Berge sein müssen. Genial. So eine Autobahn hier drüben. Das wird sicherlich die Arlberg-Autobahn sein. Ich muss schon sagen, die Strecke von RSSO hier gefällt mir ziemlich gut. An einigen Stellen fallen mir auch immer so ein paar kleine Sachen auf, die ich persönlich ein bisschen anders gehabt oder lieber anders gehabt hätte. Aber ich muss sagen, im Grunde genommen bin ich mit der Strecke wirklich voll und zufrieden. Ich finde es vor allen Dingen auch einfach schön, dass RSSLO diese Heißläufe-Ortungsanlagen eingebaut hat. Dort wird meistens mittels Infrarotprüfung die Temperatur von Achsen, Bremsklötzen und so weiter gemessen. Aber in der Regel halt immer direkt an der Achse. Und das ermöglicht halt bei einem sogenannten Heißläufer, dass der Zug aus dem Verkehr gezogen werden kann, beziehungsweise überhaupt detektiert werden kann. Weil so ein Heißläufer kommt meistens dann zustande, wenn irgendwo eine Bremse zum Beispiel noch fest ist im Zug, wenn bei der Wagenprüfung eine Handbremse nicht gelöst wurde. Alles solche Sachen. So, 140 dann hier. Und es geht rein in den Tunnel. Dort schalten wir auch wirklich dann die stärkere Beleuchtung ein. Den Kollegen möchten wir aber trotzdem nicht blenden und dann gehen wir wieder aufs Fernlicht. Wir hatten einen leeren Containerzug hinten dran. In dem zweigleisigen Abschnitt hier dürfen wir natürlich ein bisschen schneller fahren. In der Regel sind das die Abschnitte, die auch besser ausgebaut sind. Elektrifiziert ist sowieso die gesamte Strecke von Bludenz bis Innsbruck. Und von daher ist das gar kein Problem.
Ich dachte auch hier im Simulator führt die gesamte Arlbergbahn. Oder haben wir die Arlbergbahn von Bludenz aus? Bis Innsbruck? Müsste Bludenz sein, ne? Genau. Bludenz bis Innsbruck. Und in Innsbruck erfolgt dann, ja, natürlich der Anschluss an die Brennerbahn, an die Mittenwaldbahn. Und in Bludenz geht es dann, wie gesagt, auch noch in Richtung Lindau. Lindau am Bodensee. Das könnte jetzt knapp gewesen sein mit dem Geschwindigkeitsprüfabschnitt. So, 100 gelten ab hier. So, Weiterfahrt mit 60 erwarten. Dann die 70 erwarten. Wir gehen auf 60. Und damit herzlich willkommen im Bahnhof von Landeck-Zams. Genau, 9.28 Uhr Ankunft und 9.29 Uhr die Abfahrt. Damit hätten wir es auch schon geschafft. Es war heute eine ziemlich kurze Reise, muss ich auch dazu sagen. Ich fand es einfach mal schön, wieder ein kleines Stückchen hier auf der Arlbergbahn unterwegs zu sein. Wenn es dir genauso gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen und ein Abo, insofern das noch nicht geschehen ist. Gerne kannst du auch mal auf der Instagram-Seite vom YouTube-Kanal Think New Flanium vorbeischauen. Dort gibt es ja immer exklusive Inhalte, die so eigentlich auf YouTube nicht gezeigt werden. Unter anderem auch mal kurze Videoclips. Es gibt ein paar schöne Bildschnipsel dort zu sehen. Nicht nur aus dem Simulator, bisher eigentlich nur ja, wirklich Dinge von der reellen, von der echten Eisenbahn. Und wenn dir das gefallen könnte, schau einfach mal vorbei. Auf der Kanalseite findest du den entsprechenden Link. So, wir bringen den Zug hier in Landeck-Zams noch zum Stehen. Wir fahren ja, möglichst so weit vor, dass wir das Ausfahrtssignal noch sehen und übergeben dann hier den Zug an den Kollegen. Der wird dann sicherlich weiter in Richtung Innsbruck fahren. Ach nee, nicht in Richtung Innsbruck, in Richtung Langen am Arlberg. Genau. So, die Türen öffnen sich heute ein letztes Mal, zumindest in diesem Video. Für dich können sich die Türen natürlich noch in anderen Videos öffnen. Und an der Stelle bedanke ich mich noch einmal für die Aufmerksamkeit. Wünsche allseits gute Fahrt, abonnieren nicht vergessen und damit bis zum nächsten Mal.